Ich weiß, warum wir hier sind. Für eine Rettungsmission. Um Dinosaurier von einer Insel zu retten, die bald explodiert. Jurassic World 2 ist wieder Popcorn-Kino im Wort. Willkommen im Jurassic Park. 25 Jahre ist es her, dass Jurassic Park neue Maßstäbe setzte. Noch nie wirkten Dinosaurier auf der Leinwand so echt. Es ist die gefährlichste Kreatur, die je auf der Erde gelebt hat. Denn für Das gefallene Königreich entstanden die Dinosaurier nicht nur am Computer, sondern auch mit Hilfe von Animatronik, also mechanisch oder elektronisch gesteuerten Animatronik kommt aber nur in bestimmten Situationen in Frage. Ruhige Szenen, in denen sich die Dinos wenig bewegen, eignen sich am besten. Deswegen wurden für das Drehbuch extra spezielle Szenen Apatosaurus. Und auch nur, weil Regisseur Colin Trevorrow darauf bestand. Die Schauspieler Chris Pratt und Bryce Dallas Howard sollten das Tier berühren können, um dem Moment im Film eine emotionale Tiefe zu geben. In 3 Monaten entstanden Hals und Kopf des Dinosauriers. Denn Computereffekte wirken nicht so glaubhaft wie animatronische Dinosaurier, zumindest noch nicht. Auf der anderen Seite sind bestimmte Bewegungen wie Sprünge nicht oder zumindest im Schatten. Der berühmte Angriff des T-Rex etwa findet nachts statt. Eine ähnliche Szene gibt es auch in Jurassic World 2 und auch hier ist es dunkel. Die Dunkelheit hilft dabei, das Künstliche der Computereffekte zu verschleiern, Computereffekte zu sehen und das bei einer Laufzeit von über 2 Stunden. Weniger ist manchmal eben doch mehr. Können Sie nicht schneller fahren? Mehr zu Jurassic World, Das gefallene Königreich gibt's auch auf unserer Webseite Quadratauge. Wir unterziehen dort den Film einem Realität.